Ich zeige euch jetzt, wie die Fehlerkorrektur einer CD funktioniert. Also es gibt immer 16 Felder, eine Prüfzeile und eine Prüfspalte. Wenn die Anzahl von rosa in einer Zeile gerade ist, dann ist es rosa. Und wenn die Anzahl in einer Zeile nicht gerade ist, dann ist es nicht rosa. Und genauso ist es bei den Spalten. Hier ist es rosa und hier ist es nicht rosa. Es funktioniert genauso mit Nuller und Einser. In dieser Spalte sollte hier eine Null sein und in dieser Zeile hier eine Eins, deshalb ist hier der Fehler. Wenn rot, gerade rot, wenn rot ungerade, grün. Ich baue hier jetzt einen Fehler ein, zum Beispiel hier. In dieser Spalte ist rot ungerade, deswegen stimmt das hier nicht mehr. Und hier genauso. Hier ist rot auch ungerade. Und so funktioniert eine Fehlerkorrektur einer CD oder DVD. Habt ihr sehr verstanden?